Hallo und herzlich willkommen bei Glatt rasiert und einem neuen Video. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht nach den ganzen Feiertagen, diesen riesigen Festtagsessen, die man da hinter sich gebracht hat, Weihnachtsgans, Weihnachtsbraten und Kuchen, Konfekt und was weiß ich nicht alles, was auf den Tischen stand, die bogen sich bei uns so ziemlich, dann ein tolles Silvestermenü, alles vom Feinsten mit Lachs, Krabben, Hummer und was weiß ich nicht alles. Nach solchen Tagen ist mir immer nach guter alter Hausmannskost. Ob es nun eine Erbsensuppe mit Würstchen ist oder für den anderen ist es vielleicht eine Currywurst oder für den nächsten ist es vielleicht einfach Bratkartoffeln mit Spiegelei. Sich mal wieder zu resetten, runterzukommen und zu sagen, Mensch, einfach, kann auch super lecker sein, sehr schmackhaft und macht auch super satt. So geht's mir zwischendrin auch immer mit meinem Rasierhobeln. Also man arbeitet sich ja so langsam hoch, dann fängt man an, klein an mit irgendwie einem Einsteigerhobel, dann wird's einer zu 30 Euro, dann wird's einer zu 50 Euro, dann will man schon Edelstahl, dann schiebt man schon da oben an die 100-Euro-Grenze, dann wird's 100 Euro, 150, 200 und am Ende dann vielleicht sogar 300 Euro. Ich bringe mich da oder versuche mich da immer zwischendrin mal wieder runterzubringen, zu resetten und zu sagen, es geht auch einfach. Man kann sich auch ganz hervorragend mit einem günstigen Rasierhobel rasieren und man muss nicht unbedingt in den USA bestellen, in Kanada, in sonst wo, sondern man kann auch hier zur Drogerie gehen, um die Ecke, sich da eindecken mit Rasurequipment. Und kann sich ganz hervorragend damit rasieren. Und das wollen wir heute einmal machen mit einem tollen Rasierhobel der Marke Seins, eine Marke von DM. Und wir wollen einen kleinen Einkauf starten und da würde ich euch gerne einmal mitnehmen. Wir gehen zu DM um die Ecke hier bei uns und werden einmal für eine schöne Hausmannskostrasur einkaufen. Thank you.
Ja, 16,95 Euro für das gesamte Rasurequipment für den Einstieg in die klassische Nassrasur. Und nicht irgendwo bestellt, bei Amazon, in China vielleicht noch oder in den USA, sondern vom Drogeriemarkt um die Ecke, vom DM-Markt. Ja, DM, eine große Drogeriekette, gibt es seit 1973. Gegründet wurde sie damals in Karlsruhe, hat 2000 Filialen in ganz Deutschland, beschäftigt über 40.000 Mitarbeiter. Zählt zu den beliebtesten Drogeriemärkten überhaupt. Und ich muss sagen, wir haben ja auch verschiedene Drogeriemärkte, also wir sind ganz gut ausgestattet mit Drogeriemärkten. Aber bei DM fühle ich mich immer wohl, kaufe ich gerne ein, haben ein vernünftiges Sortiment, haben gute Preise und haben ein freundliches, sehr zuvorkommendes Personal. Das muss man einfach so sagen. Unterscheiden sich da schon von anderen Drogeriemärkten so ein bisschen. Ja, die Marke Seins gibt es seit 2019 als Pflegeserie für den Herrn, quasi von DM ins Leben gerufen. Gibt es alles mögliche, Shampoo, Deo, Bartpflege, Gesichtspflege und eben auch hier diesen Rasierhobel. 8,95 Euro im normalen Angebotspreis. Bei diesem Kauf handelte es sich um Abverkaufspreis, ein Ausverkaufspreis. Und das muss ich gleich sagen an dieser Stelle einmal, schade. Schade, dass dieser offensichtlich aus dem Sortiment verschwinden wird. Hier noch gleich ein Appell an DM. Liebe Leute bei DM, für die Rasur, für die Männerecke, da gehört ein Rasierhobel mittlerweile rein. Allein schon aus Nachhaltigkeits- und Umweltgründen. Vernünftiger Rasierhobel aus Metall. Ich meine jetzt nicht den 2,95 Euro Hobel von Wilkinson, den Plastikhobel, den man überall bekommt, sondern in ein Sortiment, in Rasursortiment, wenn das angeboten wird in der Drogerie, gehört mittlerweile so ein Rasierhobel einfach rein. Also würde mich freuen, wenn man das da vielleicht nochmal überdenken könnte oder sich vielleicht dann doch entscheiden würde, den Hobel hier weiter im Angebot zu im Sortiment zu belassen sozusagen, weil er eigentlich ein vernünftiger Hobel ist. Insbesondere für diesen tollen Preis, 8,95. Also das ist ein natürlich kein Hobel, der hier in Deutschland hergestellt wird. Das ist ein Hobel, der kommt aus China. Das ist ein Baili BD 279 Extra Long. So nennt sich das ganze Teil. Hat hier diesen schönen langen Griff. Ist ein Butterfly-Hobel, wie man das kennt, zum schnellen Klingen einlegen. Ist ein günstiger Hobel, muss man sagen. Den gibt es in China bei Alibaba oder bei Trade China. Da kostet er 3,10 Dollar, glaube ich. So wird der gehandelt. Muss man 1000 Stück abnehmen. Also das sind so Plattformen für Händler. Da kostet er 3,10 Dollar und wird hier angeboten für dann 8,95. Total fairer Preis. Es gibt da ganz andere, also Wilkinson bietet den zum Beispiel an in einer Rostgold gehaltenen Farbe, Ausführung. Da kostet der 24,99 Euro. Das ist der Intuition Rose Gold, so nennt sich der. Es gibt der gleiche Rasierer und wird dann auf den Markt geschmissen für 24,99 Euro und dieser hier bei DM für 8,95 Euro. Also das macht mir DM dann auch wieder sympathisch. Da wird man fair behandelt, auch vom Preis her, wogegen so dann Firmen wie Wilkinson da 24, dreifacher Preis. Und das sind die gleichen Rasierer. Ist ein tolles Gerät und deswegen fiel die Wahl auch auf ihn. Kann man sich super mit rasieren. Für den Preis kann man hier absolut nichts falsch machen. Schöner, einsteigerfreundlicher Rasierhobel. Sieht super aus. Schöne Verchromung. Die Qualität ist astrein. Hat einen schönen langen Griff. Also gerade für Umsteiger, die jetzt aus dem Bereich der Systemrasur kommen, ist das immer eine hilfreiche Sache, wenn der Griff nicht zu kurz ist vom ersten Rasierhobel, womit man dann vielleicht umsteigt in die klassische Nassrasur, sondern der Griff ein bisschen länger ist, kann man super gut mit manövrieren.
trotz der Länge des Griffes. Also ein toller Rasierhobel. Ja, die anderen Produkte habt ihr gesehen, allesamt sehr, sehr günstige und gute Produkte. 10 Klingen haben wir uns nochmal mitgenommen hier als Ersatz. Die Wilkinson-Klinge hier beim Rasierhobel sind 5 No-Name-Klingen bei. Die werden wir heute auch nutzen. Hier einfach mal so eine No-Name-Klinge hier. Muss ja irgendwie passen, wenn, wird man sich ja auch was bei gedacht haben, die wollen wir heute einmal nutzen. Dann, wie gesagt, hier diese 10 Ersatzklingen von Wilkinson, auch vernünftige Klingen, 2,25 Euro, kann man überhaupt nicht zu sagen. Eine tolle Rasiercreme hier für sensible Haut, Balea mit 65 Cent, also das ist ein toller Preis und gute Inhaltsstoffe hier drin. Kann man sich sicherlich hervorragend mit rasieren, freue ich mich drauf. Der Rasierpinsel, ja, ist ein Schweineborstenpinsel. Ich habe ihn hier schon mal einmal voreingeweicht im Wasser. Schweineborsten sind jetzt nicht so meine Lieblingsborsten, aber Leute, damit kann man Schaum aufschlagen, werdet ihr sehen. 3,45 Euro, das ist ein... Was soll man dazu sagen? Günstiger geht es wirklich nicht. Und dann hier diese schöne Aftershave Balea Man Fresh Aftershave für 2,35 Euro. Ist Alkohol drin, ist Wasser drin, ist Parfum drin natürlich. Und es ist drin Glycerin und Panthenol. Also das pflegt noch die Haut schön nach der Rasur. Desinfiziert nicht nur, sondern pflegt auch noch die Haut. Also das Ganze... Equipment 16,65 Euro. Da kriegt man anderswo nicht mal einen Rasierhobel für. Also das ist eine tolle Geschichte. Ich freue mich auf diese schöne Hausmannskost-Rasur und denke, wir können jetzt auch gleich loslegen. Ja, dann machen wir uns erstmal das Gesicht nass. Geduscht hatte ich schon. Einmal hier das Gesicht nass machen. Jetzt muss ich mir eben schon noch meine Rasierschale von unten hier rauskramen, denn für die Rasiercreme braucht man natürlich auch eine Schale. Nehmen wir auch was ganz Günstiges, hier meine schöne Edelstahlschale aus dem Gastrobereich, 99 Cent oder so, das habe ich dafür bezahlt. Wollen wir die hier mal rausholen, die Balea Rasiercreme, so schaut sie aus. Nehmen wir uns hier mal einen kleinen, hier ist noch versiegelt. Ja, okay. So. Dann machen wir uns hier so einen kleinen Klacks rein. So. War wahrscheinlich wieder viel zu viel. Und dann können wir gleich mit dem Pinsel hier den Schlagen mal ein bisschen aus. Und dann gehen wir hier mal rein. Und dann werden wir mal den Schaum ausschlagen hier. Also man kann natürlich mit so einem Schweineborstenpinsel vernünftig hier Schaum aufschlagen. Das funktioniert. Ein bisschen Wasser nehmen wir noch dazu. So sieht das aus. Und dann werden wir hier einen schönen Schaum aufschlagen. Und da kann man sich hervorragend mit rasieren. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Also, so sieht das Ganze aus. Rasiercreme eignet sich wirklich sehr gut, gerade für Einsteiger. Da braucht man nicht viel zu machen. Nicht viel zu beachten, die lässt sich immer hervorragend aufschlagen. Man braucht halt so ein kleines Schälchen, das tut auch eine kleine Porzellanschale, die ihr vielleicht noch rumstehen habt. Das muss jetzt nicht hier so ein Metallding sein, aber Vorteile eben, wenn die hier mal runterfallen, die Butter rutschen euch aus der Hand, weil da vielleicht ein bisschen Schaum, die Finger rutschig sind vom Schaum, dann funktioniert das Ganze trotzdem weiter, denn die geht nicht kaputt, da könnt ihr weiter rühren und habt keine Scherben im Bett. Also das ist immer der Vorteil der Blechschüssel. So sieht der Schaum aus. Ich habe ihn wieder ein bisschen fester gemacht, weil ich es gerne fester mag. Dann wollen wir uns hier mal so eine Klinge hier rausfischen.
No-Name-Klinge. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo die jetzt hier genau für DM hergestellt wird. Das wird auch eine Klinge sein aus irgendeinem renommierten Fabrik, denke ich. Kommt vielleicht auch aus China, ich weiß es nicht. Ich habe mit No-Name-Klingen jetzt nicht unbedingt schlechte Erfahrungen, muss ich sagen. Konnte ich mich eigentlich bisher immer ganz gut mit rasieren. So, einfach einlegen hier, bups, Klingenwechsel auch extrem einfach. Bups, ist sie drin, wir schrauben einmal zu und dann gucken wir mal, wie die Klinge liegt. So, wie die hier drin liegt im Rasierhobel. Ja, liegt relativ vernünftig drin, kann man eben sehen. Ich werde das ein bisschen korrigieren können, vielleicht hier nochmal. So. Gefällt mir das schon besser. Also, die Klinge hat keinen Klingenüberstand an den Seiten. Da steht nichts über. Kann man sich hier nicht irgendwie unter der Nase oder so verletzen. Klinge liegt jetzt astrein drin. Schöner, langer Griff. Gut geriffelt. Ist nicht rutschig. Hat ein vernünftiges Gewicht, ist nicht zu leicht, ja, absolut gut. Machen wir den hier einmal ein bisschen nass oder ein bisschen mit warmem Wasser. Und dann werden wir uns in zwei Durchgängen rasieren, von oben nach unten und einmal dann gegen die Wuchsrichtung. Und dann werden wir auch schön glatt rasiert sein. Mit einem Rasierhobel hier für 8 Euro und mit einem Equipment, was gerade mal 16 Euro gekostet hat. Werdet ihr sehen, das funktioniert nämlich auch. Man muss nicht Rasierer haben, die, was weiß ich, 200 Euro kosten. Und es muss auch nicht alles aus Edelstahl sein. Das funktioniert hier genauso. Und das wollen wir jetzt einmal vorführen quasi oder noch einmal uns in Erinnerung rufen. Weil man das schnell vergisst. Dass es eben auch einfach geht. Ja, ganz, ganz mildes Feeling auf der Haut. Schöner, milder Rasierer. Damit auf jeden Fall auch Einsteiger freundlich. Und Einsteiger geeignet. Also. Eine schöne, unspektakuläre Rasur werden. So. Auf die andere Seite. Ja, die Klinge spürt man relativ wenig. Das heißt, der Klingenvorsprung wird jetzt nicht besonders groß sein. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an auf der Haut. Ja, allerbestens. Super, hervorragend. Dann haben wir den ersten Durchgang schon mal geschafft. Aber das Gesicht noch ein bisschen nass. Ich nehme hier diese kaum duftende Rasiercreme nochmal zur Hand. Also wirklich kaum beduftet. Riecht ein bisschen, ja, schon seifig. Aber jetzt nicht aufdringlich seifig. Ein leichter Seifen, Hintergrundgeruch, leichte Holzigkeit, so ganz, ganz bisschen vielleicht. Ganz angenehm, sehr, sehr verträglich. Ja, wie ihr seht, also das lässt sich hier alles super aufschlagen. Und es geht eben auch mit so einem Schweineborstenpinsel. Funktioniert das sehr, sehr gut. So. Schauen wir mal ab von den Händen. Und dann gehen wir jetzt einmal gegen den Strich.
von unten nach oben. Auch hier verhält sich der Seins-Rasierer, finde ich im Übrigen eine ganz nette Normsgebung, Seins. Finde ich cool irgendwie. Das ist Seins. Seine Ecke in der Drogerie. Die Herrenecke sozusagen. Ja, diese Bailey Rasierhobe, ich hatte euch ja schon einmal den Bailey gezeigt, bei in der Anfänger- oder Einsteiger-Serie. Das war die Ausführung mit dem normallangen Griff. Und nicht wie diese hier mit diesen Extra-Lungen. Ja, hat vernünftig performt. Nicht unbedingt ein Gründlichkeitsmonster, aber ein sehr milder, verträglicher Rasierhobel. So, hier an den übrigen oder üblichen Stellen nochmal nachgehen. Da hat er erwartungsgemäß jetzt nicht so super performt. Da machen wir jetzt nochmal ein klein wenig Schaum drauf. Und dann gehen wir da nochmal rüber, damit wir es da glatt bekommen. Ja, hier ist alles schicko. Können wir das so lassen. Das ist halt immer hier unten am Hals, die typischen Stellen. So. Ja, mal gucken, dass wir es jetzt nochmal schön glatt bekommen. So gehen wir den jetzt nochmal so quer. Wuchsrichtung. Dann hat man es meistens. Ja, akustische Rückmeldung gibt er auch. Ganz vernünftig. Ja. Gut. Dann hier nochmal, das sind so die Stellen, wo die Wirbel laufen, wo die Haare so rauswachsen, die Haarwirbel sitzen und da lassen sich die Stoppeln bei mir immer schwierig abrasieren. So. Sehr schön glatt, also 7,95 für diesen Hobel, selbst im Normalpreis für 8,95, tolles Ding, also muss ich sagen, hat mich schön glatt gemacht, ganz entspannt, da werden wir uns jetzt einmal schön das Gesicht abspülen mit kaltem Wasser. Ja. Sehr schön. Super. Dann kümmern wir uns hier drum. Einmal das Balea Men Aftershave Fresh oder Fresh Aftershave. Ja, schöne blaue Flüssigkeit hier. Sieht schon fresh aus. Ein schöner aquatischer Duft, würde ich sagen. Noch mal hier ordentlich was raufgeben. Kleiner Aufgießer. Ja, super. Also
schöner, aquatischer, frischer, sportlicher Duft. Also, ist doch top. 2,35 Euro. Ja, mal gucken, was hier drin ist. Sanft auf die Badzone auftragen. Ja, nochmal die Inhaltsstoffe hier ganz kurz. Alkohol, Aqua, Parfüm, Glycerin, Panthenol. Das sind alles Zitronella und so weiter. Das sind alles Duftstoffe. Ich nehme nochmal was. Wirklich sehr, sehr angenehm. Ohne Menthol. Schon Alkohol ist drin, aber es brennt auch kaum zu merken. Also das heißt, das ist, die Rasur ist vernünftig geworden. Es ist ein bisschen gerötet. Es ist immer bei mir gerötet. Ihr habt gesehen, ich bin wieder sehr oft rübergegangen. Aber das wird abziehen. Also das dauert jetzt nicht lange. Dann ist das weg. Die Haut fühlt sich sehr schön ja, aufgesättigt an. Also wir haben ja jetzt keine Creme, die wir noch auch anwenden könnten, hätte man natürlich nochmal für 2 Euro oder für 1,99 da eine Creme mitnehmen können. Man hätte auch natürlich eine Aftershave Lotion nehmen können oder eine Aftershave Balsam, anstatt einer Lotion eine Aftershave Balsam nehmen können, dann hätte man gleich diesen pflegenden Effekt mit drin. Dann wäre allerdings da wieder kein Alkohol drin gewesen. Ich mag das hier gerne in dieser Form mit diesem ganz normalen diese Aftershave-Lotion eben mit Alkohol stehe ich drauf. Also man kann da natürlich alternativ dann auch einen Balsam nehmen. Da hat man gleich dann noch ein bisschen die pflegende Komponente mehr im Blick. Aber wie gesagt, hier ist Glycerin drin und hier ist Panthenol drin, was die Haut pflegt und die Hautschuppen dann auch ein bisschen, ja doch, klein bisschen geratscht, versorgt, also insofern ist das, ich mag das halt so, wenn ihr das da anders machen wollt, dann ist das natürlich überhaupt gar kein Problem. Ja. Gut, also, ich muss sagen, ich bin mit Rasur zufrieden, auch wenn es jetzt hier gerade, wenn man sieht, dass hier gerade klein bin ich auf ist, dann kann man hier, ich habe den hier ja hier, können wir eben schnell nochmal machen, ein bisschen nass machen und dann gehen wir da einmal so ein bisschen über. Habe ich es wieder übertrieben hier unten. Und dann ist auch gut. So. Prima. Ja, also für mich ist das immer eine gute Sache, denn zwischendrin, neben all den teuren und super duper Rasurgeräten, die man so hat, sich auch immer wieder klar zu machen, es geht eben auch günstig und man kann sich damit genauso gut rasieren wie mit irgendwelchen Geräten, die vielleicht 200 Euro kosten oder 100 Euro kosten. Das muss nicht sein. Natürlich macht das Spaß, sich mit solchen Geräten zu rasieren, die vielleicht 100 oder 200 Euro kosten, ganz ohne Frage. Aber notwendig ist es eigentlich nicht. Es ist eben ein Hobby, zumindest bei mir so und bei vielen anderen ja auch. Und dann guckt man natürlich auch mal in die Bereiche, die da so ein bisschen höherpreisiger sind. Aber notwendig ist es eigentlich nicht. Man kann auch sich eine Sammlung anlegen hier mit so Rasierhobel, die eben, was weiß ich, günstige Nummern sind. Also hier mit 7,95, das ist schon wirklich eine tolle Preisleistung. Ja, vielen Dank für eure Interesse hier an dieser Low-Budget-Geschichte. Das ist für viele immer ganz interessant, besonders für Einsteiger, die jetzt nicht gleich so hoch einsteigen wollen, da mit 40, 50 oder vielleicht 100 Euro für einen Hobel ausgeben wollen. Das ist auch völlig in Ordnung, dass man sich mal so ein bisschen ausprobiert und auf dem Weg sich dann in irgendeine Richtung zu entwickeln. Da bleibt man ja sicherlich an irgendeinem Hobel hängen, der einem besonders gefällt. Aber wie gesagt, auch mit so einem 7,95 Euro Hobel, das ist ein guter, vernünftiger Hobel. Für das Geld kriegt ihr eine tolle Qualität. Das funktioniert ganz astrein. Kann man sich super mit rasieren. Ja, ich brauche sowas immer zwischendrin mal wieder. Und dann kann ich auch ruhigen Gewissens dann wieder zu Stücken greifen, die
dann doch ein bisschen mehr kosten. Okay, ja, wie gesagt, vielen Dank für euer Interesse. War wieder nett mit euch, ein schnelles Ding hier gemacht und toll rasiert. Für unter 20 Euro. Und ich habe jetzt, wie gesagt, ja noch, wir haben ja noch hier Klingen genügend da. Ne? 5 waren hier drin, 10 da. Da kommt man locker jetzt einen Monat mit hin, würde ich sagen. Und dann kauft man sich dann vielleicht nochmal Klingen nach und vielleicht ein bisschen Rasiercreme. Und dann kann es einen Monat weitergehen. Das ist eine günstige Sache, sich mit solchen Sachen hier zu rasieren. Also da sind das wirklich nur Centbeträge am Tag, die ihr dafür eure so investieren müsst und nicht immer diese teuren Klingenblocks kaufen zu müssen, die ja, was weiß ich, 10 Euro teilweise ja schon kosten, die ihr dann ständig da wechseln müsst. Also das ist eine gute Option. Okay, alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. War schön, dass ihr euch das hier angetan habt. Ich habe schon viele tolle Ideen für die nächsten Videos. Da freue ich mich schon drauf. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr wieder reinklickt hier bei Glatt rasiert, den Channel für Rasur, Duft und Pflege. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, gerne Feedback geben und nutzen und meldet euch einfach. Ich versuche wirklich jeden Kommentar auch persönlich zu beantworten. Und wenn ihr Vorschläge habt oder irgendwie Interesse an bestimmten Sachen, die hier gezeigt werden sollen, dann meldet euch gerne auch. Okay, bis demnächst würde ich sagen, wir sehen uns. Tschüss.